So, meine Freunde, herzlich willkommen hier zurück zum Hoppala, zum Landwirtschaftssimulator 15 fürs Projekt zusammen mit den Kleggy. Hallo. So. Ich, klar, da steht da Baumstumpffräser, aber ich denke mal, du kannst, dadurch, dass es ja so recht schmal ist, kannst du die Bäume auch in Teile sägen damit. Ich glaube, das hat der Guten bei seiner JCB-Vorstellung versucht, aber... Hat nicht gefunkt. Keine Ahnung, hab mir das Video nicht ganz angeguckt. Oh, wie wendig das Leder ist. Ah, weißt du, ganz nebenbei, wenn ich wieder im YouTube-Ranking getroffen habe. Ranking? Ja, was ist ein Ranking bei der YouTube-Suche halt nach RLS-Videos, wenn ich weiß, wenn ich aber da getroffen habe? Wen denn? Martin aus Österreich. Mit einem neuen Kanal? Der ist erst, glaube ich, 2 Monate alt wieder. Mhm. Hat die Mistgabel hast du jetzt wieder verkauft? Nö. Doch, Mistgabel, sie besitzen 0. Boldergabel, sie besitzen 1. Mistgabel hab ich gar keine gekauft, sagen wir's mal so. Ja, wäre halt praktischer gewesen. Aber gut. Achso, scheiße. Wegen dem Hackschnitzel. Ne, dafür habe ich ja die Universalschaufe. Ja, musst du aber halt umhängen. Ja, aber mit der kleinen mache ich keine Bäume. Jetzt kannst du mit den kleinen, kannst du das doch vergessen. Ja, also zumindest um die Schnipsel alle aufzuheben, geht das schon. Ja, das wusste ich. Wenn du keine Bäume machst mit dem Kleen, warum hast du deine Poldergabel für den gekauft? Mimi. Kommt zum Händler. Innerste Feld. Mal gucken, ob da attached, werden wir ja merken. Mein Gott, ja. Hättest du ja wenigstens mal aufmachen können, damit wir alle Geräte drauf kriegen. Komm bitte raus, jetzt wird hier nicht gemobbt. Komm mal her. Ja, du mit deinem Karo-Hemd. Karo! Ja, Landcafé, weißt du? Ach, hier habt ihr im Übrigen schon mal die neue Informationsbeschreibung der Karte von Kleggy. Kettensägen, Holz für Holzkopf und schweres Gerät. Für richtige Männer. Das ist Kleggy im Übrigen sein neuer Slogan. Holz für Holzkopf? Ne, Klickmick. Kettensägen, Holz für Holzkopf und schwere. Oder allgemein Klickmick. Schweres Gerät für echte Männer. Mhm. Haben wir einen Slogan. Ich baue danach noch ein T-Shirt. Oh, ne, das muss ich auf der anderen Seite mal drüben immer auf. Oh Gott. Ansprüche hat er. Mhm. Es muss alles hier drauf passen. Ja, ganz ehrlich, wenn da hier 3-4 Mann an der Seite mal richtig schippen, können die das Ding oben werfen, oder? Ja, das ist ein bisschen leicht gemacht. Baumstumpffräse, ist die breiter? Ne, die ist schmäler. Die kannst du ja drauf lassen. Also, ne, die kannst du ja am Dings lassen. Ja, umso mehr hier drinnen steht, umso mehr verkeilt sie es miteinander. Also umso besser, also umso weniger kann er runterfallen. Tschüss. Ach, da fahr ich halt langsam. Ich meine, du fährst eh, denkst du, ich fahr jetzt. Nein, die eine Palette ist ja schon umgekippt. Die war schon so. Ja, die habe ich so draufgestellt. Ja, Platz sparend halt. Gut. Dann viel Glück. Hey. Was denn? Lass mich neu. Lass mich neu. Das ist ein bisschen neu. Mal gucken, ob der Mist jetzt hier hält. Ja, ich würde gerne die Plane schließen. Steht zumindest hier genau unter diesen Axtdingern. Oh ja, die rutschen. Vorragend. So, jetzt ist die Frage, die Bobcat lieber in Wald. Ne, den Bobcat lieber zu so einer Dings, ne? Ne, den Bobcat in Wald. Wald, ja, den muss man erstmal fräsen. Oder? Aber ja, ansonsten brauchen wir den nicht im Wald. Keine Ahnung. Ja, wir brauchen ja auch was zum Abstapeln. Ich weiß. Deswegen würde ich sagen, den Bobcat dann hier nach dem Wald dann halt rüber. Ich fahr mal langsam zu der, die hier an der Milchwirtschaft ist.
Mit den ganzen attachten Dingern. Nicht attachten Dingern. Fahr dann da erstmal in den Wald, lad mal ab und dann lass den Scheiß erstmal voll machen. Warum denn immer voll machen? Ja, dann fahr halt hin, aber dann pass halt auf, dass nicht drunter fällt. Das produziert ja Zeit nach Zeit, weißt du? Also Zeit durch Zeitproduktion. Hm? Zeit produziert Zeit. Was machst du denn jetzt so? Was soll ich machen? Ich fahr jetzt die scheiß Geräte alle hierher. Ich dachte, du willst jetzt dahin. Oh, ja, das ist noch ein Baumstumpf. Fährt schon hier rein mit der Baumstumpffräse und was macht er? Er nimmt genau den falschen zuerst. Ach, gosh. Das hat sich ein bisschen verschoben, aber ich hab's alle herbekommen. Dann lass mal das Bobcat hier. Nö, wie gesagt, wir können das so rübernehmen, aber ich dachte jetzt halt wegen den Geräten, dass du lieber erstmal hierher fährst. Mhm. Aber irgendwie interessiert sich der Baumstamm nicht für die Fräse. Ne? Das siehst du doch. Diese gerade noch nicht. Aber wie es ich sehe, ist, dass die Palette doch hier fertig ist. Kommt gleich mal vorbei da bei Ihnen. Na jetzt so. 5 Minuten draufhalten. Jetzt die so zu durchsägen kannst du die nicht, da kriegt das Sägewerk auch keine Kollision. Achso. Kannst du jetzt hier richtig so. Nope, denen ist es dann förmlich egal. Ja, ist aber blöd. Richtig. Aber hey, Giants Engine. Erwartet da nicht. Nimmst du dann die Geräte hier runter? Weil dann kann ich nämlich eine Seite zumachen. Damit ich die Paletten durch ein bisschen drücken kann. Ja, warte, lass mich nur noch hier die Bäume schnell wegmachen. Die umgefallen jetzt erstmal wieder normal hingestellt. Gut, das wird so ein Baumstamm, wo du 10 Minuten draufhalten musst. Hm. Na, ist diese verklitschten Bäume oder was? Hm. Der geht weg, dauert noch 10 Minuten.
Jetzt. Meine Fresse. Also andere Seite. Boah, ey. Siehst du, wie schnell er sich dreht? Naja. Ich will die Poltergabel jetzt so angucke. Mhm. Konstruktion ist gleich wie eine Mistgabel, nur halt ohne ein paar andere Rungen. Das war weit. Kommst du nicht rein? Richtig. Oder schiebst du rüber? Das ist schlimm, wenn die Normen zu kurz sind. Nicht? Arsch. So, da haben wir jetzt schon mal 4 drauf. Würde ich sagen, fahren wir die erstmal dorthin. Da zeigt man wenigstens noch die zweite Stelle. Im Beifahrerskript. Das sehe ich ja nicht. Du musst sowieso eh so ein Teil mitbringen. Wenn wir den Frontlader ja, oder ja, halt. Ja, ja, ja. Dann aber Dalli Dalli. Haben wir schon noch 2 Minuten, 3 Minuten. Ja, dann fahr du halt mit dem LKW hin, nee, dann was schon. Wir schaffen das so. Palettengabel brauchen wir jetzt, ja? Ja, mein Kind. Gut. Halt nur, ja gut, ob der da so günstig ist. Weil da musst du halt immer mit dem LKW, musst den LKW halt immer so günstig parken. Dass du von beiden Seiten rankommst. Wir haben ja den Ding nur extra für das da gekauft. Ja, aber beim Aufladen, ne? Haben wir es ja immer so gemacht, wir laden nur von einer Seite und schieben dann einfach nach drüben. Hm. Weil das geht ja schön einfach. Weil du hast hinten die Mauer, du schiebst es einfach nur durch und schiebst nach hinten das Teil. So, und beim Abladen kannst du es ja nicht, da brauchst du einen rausfahrbaren Arm normalerweise. Damit du an die anderen rankommst. Oder du musst halt die zweite Seite aufmachen und musst halt von der anderen Seite ranfahren. Wie schnell fährt er überhaupt? Gibt doch gar keine Anzeigen hier drin. Ne. 20, wow. Noch langsamer wie der andere.
Ah, da wird wenigstens 40. Naja, und wie ihr seht, die haben ja hier eine eingespart. Hier gibt es ja keine Displayanzeige, keine Umdrehung, also keine Drehzahl, keine Geschwindigkeitsanzeige, kein Display, selbst beim Blinken ist ja nicht. Der fährt über den Acker. So ist der hier Adlisch dabei. Ja, wir wollten ja eigentlich den auch hochheben, ne? Ja, aber nicht am Freitag. Warum? Nö. Sehe ich nicht ein. Sieht er nicht ein. Sehe ich nicht ein. Stell ich mich jetzt am besten hin, dass du an beide Seiten kommst. Du bist schon da? Warst du gerade an der Kreuzung? Ich stehe schon drin. Schreib Schlemmer ein Ticket. Kommst du an beide Seiten? Das war zu weit. Komm. Top geht, fährt man so. Das ist normal mit dem Übergewicht. Nicht rausrutschen lassen. Ist normal mit dem Übergewicht. Ah, das ist normal bei denen, weil die haben ja, der Schwerpunkt liegt da voll in der Mitte. Du musst so fahren, dass es so bleibt. Also sprich, wenn du merkst, der hebt ab, dann musst du zum Beispiel beim Rückwärtsfahren bremsen. Dann kommt er wieder in Normalstellung. Einfach mal Vollgas rückwärts fahren. Und dann bremsen. Na gut, du fährst halt gleich vorwärts, ne? Ist ja klar. Was ist denn hier? Ist ja klar. Da haut er so auch noch um. Wir sind fertig für den Part, meine Freunde. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Däumchen da lassen, nicht vergessen. Und bis dann, haut er rein. Ciao, ciao. Tschüss.